Jetzt hat sich Sarah Wagenknecht endgültig disqualifiziert und richtig viele Bürger sind auch richtig wütend auf sie und sie hat auch wirklich einen Shitstorm damit ausgelöst, weil sie eben nicht nur in Sachsen und Thüringen gute Ergebnisse erzielt hat, aber nicht mit der AfD reden möchte. Ja, sie hat die Einladungen von Höcke ganz klar abgelehnt. Und da muss man wirklich sagen, wer BSW gewählt hat, wer auch so naiv war, bekommt jetzt einfach die CDU und vielleicht sogar am Ende noch die Linke in die Regierung rein, weil anders geht es nicht von den Mehrheiten mehr. Also Sarah Wagenknecht hat hier wirklich richtig viele Bürger enttäuscht, weil viele darauf gehofft haben, dass sie das BSW wählen und die AfD mit dem BSW zusammen eine bürgerliche Koalition macht, wo natürlich beide Punkte dann extrem stark vertreten sind, weil ich meine, in der Ukraine-Politik ist sich die AfD und das BSW sehr nahe, dass sie da wirklich zusammenarbeiten. Doch das hat Sarah Wagenknecht jetzt ganz klar abgelehnt und hat damit vor allem bei vielen Bürgern für große Enttäuschung gesorgt.